Nichts ist unmöglich. In dieser Reihenfolge. Das Opfer lag schon auf dem Boden. Welche Art von Schaf war denn das, oder nee, von Ziege war denn das jetzt eigentlich? Die in der Werbung für Toyota. Was? War das eine Mu-Ä oder eine Bä-Ä oder? Das ist eine Blau-Ä. Blau-Ä. Nee, das war ja, glaube ich, der Herr Blau-Bock. Stimmt, das war's. Dieser Verwandlungszauber muss viel früher gesprochen worden sein. Hm, war das wirklich so? Luke, was meinst du dazu? Hast du die Formel ebenfalls gehört? Oh, 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 oh. Hm, soll ich ihn erstmal oder den anderen? Mach erstmal, Luke. Es tut mir wirklich leid, mir fällt nicht mehr ein, was ich gehört habe. Ich sah den Professor in diesem Zustand. Ich kann mich nicht genau an die Geschehnisse danach erinnern. Okay, dann würde ich sagen, ich will doch ihn. Mhm. Sekunde! Ich bitte um Entschuldigung, Herr Paparotti. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich frage mich schon seit geraumer Zeit, warum seid ihr eigentlich noch im Zeugenstand? Nun ja, ich habe Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel und kann mich deswegen nicht bewegen. Juhu! Wollt ihr damit sagen, ich solle meinen treuen Partner allein mit Fremden lassen? Ja. Partner allein mit Fremden. Nennt man auch Partnertausch. Die der Sangeskunst nicht mächtig sind. Hä? Cookies bloßer Anblick genügt und die herrlichen Melodien entspringen mühelos meinem Geist. Zum Leben brauche ich nur der Dinge zwei, die Laute und meinen treuen Papagei. Dies ist meine Ode an die gefiederte Muse. Moment. Ode an die gefiederte Muse. Kann man einem Freund besser danken? Ja, mit Keksen. Ich bitte euch, für den Rest dieses Kreuzfeuers zu schweigen. Damit haben wir... Zum Leben, Brau. Fahrt mit der Anhörung fort. Ich würde mal Goldor präsentieren bei Goldtor. Soll ich vielleicht Luke doch noch mal ganz durchsprechen lassen? Vielleicht oder fällt ihm doch noch was ein. Ah, Mist. Gibt es irgendetwas Wichtiges in Herrn Cookies Aussage? Hm, es gibt da ein großes Problem in seiner Aussage. Warum sollte er eine Formel gehört haben, nachdem er der Professor in zu Gold erstarrt ist? Aber Herr Cookie kann doch gar nicht lügen, oder? Ja, er kann die Geräusche nur wiederholen. Aber vielleicht sind ja auch wir schuld und missverstehen Cookies Aussage. Fürs Erste sollte ich mal wieder einen Blick auf die Gerichtsakte und ins Lieber Magi werfen. Na klar. Ja, also doch lieber präsentieren schon. Mhm, ja, mach mal. Goldtor. Das Lieber Magi. Magi. Und... Scheibenpilzcreme-Suppe von Magie Meisterklasse. Das machen wir mal lieber, Magie. Einspruch! Bing dong. In dieser Aussage findet sich ein Widerspruch von entscheidender Bedeutung. Wir sind uns dessen alle gewiss, werter Herr Blaurock. Der Widerspruch liegt darin, dass ihr einen Papageien befragt. Halt die Fresse. Apropos, was war denn das nochmal? Mitten in die Fresse. Ah, okay. Ja, ich war mir nicht sicher, was das für ein Sound war. Ich wusste nur noch Tastenkombination dafür. Aber ich wusste, dass das Wort Fresse drin vorkam. Hm, und in dieser Tastenkombination kommt das vor. Kleine Hühnchen. Die schlaue Art zu waschen. Das meine ich nicht, Inquisitor Flammenberg. Und dieser Widerspruch macht eines deutlich.
Wir waren einer falschen Annahme unterlegen. Inwiefern? Luke, könntest du Cookie bitten, die Formel noch einmal zu wiederholen? Ja, natürlich. Er ist ein Pokémon. Goldtor! Goldtor! Das ist ein goldener Alligator. Das ist die Weiterentwicklung von Goldking. Hm. Okay, das geht auch. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Goldini, Gold... Ja, aber dann hatten wir Goldor. Diesmal ist es Goldtor. Imper... Ist die Babyform, Imper Goldtor. Oder die Alternativform. Imper Goldtor. Ein goldenes Impergator. Was ist denn das Shiny davon? Ist, glaube ich, ein bisschen heller blau. Ah, ach ja, stimmt. Das ist ja Bin mir aber nicht sicher. Das ist ja wirklich, ja, aber das sieht fast nach gar nichts anderem aus, ja. Ist traurig. Go! Go! Oh. Go! Laut lieber Magi, lautet der, laut. Moment. Scheidenpilzcremesuppe von Magi Meisterklasse. Lautet der goldene Verwandlungszauber Goldor! Goldor! Nun, werter Inquisitor, mir scheint der Zauber, den wir gerade gehört haben, ist ein anderer. Bei meinem Bart. Unglaublich. Und. Ja, das klang wirklich unterschiedlich, das muss ich sagen. In der Tat, weil es... Ja. Einspruch. Boom. Dies ist grotesk. Ja. Dieser elende Vogel muss die Formel... missverstanden haben. Mm-mm. Cookie imitiert Geräusche. Perfekt! Die Zauberformel wurde tatsächlich missverstanden, aber von Menschen, die sich verhört haben. Das Opfer. Das Opfer wurde zu Gold erstarrt vorgefunden. Alter. Das Opfer, Alter. Dies sollte Beweis genug sein, dass der Spruch Goldor benutzt wurde. Nischt es. Aber ihr vergesst wohl, dass Cookie die Zauberformel erst danach gehört hat. Es ist auf jeden Fall möglich, dass der Spruch Goldor wirklich in diesem Moment benutzt wurde. Also muss an jenem Tag ein anderer Spruch neben dem Goldzauber benutzt worden sein. Ein anderer Spruch, an den wir bislang noch nicht gedacht haben? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Die nächste Frage lautet nun... Was bewirkt dieser geheimnisvolle Spruch Goldtor eigentlich? Wahrscheinlich ein... Fatality! Ja. Ich wahnwitzige Verhöhnung. Absurd. Gibt es überhaupt einen Spruch namens... Wie praktisch dies für euch doch wäre, nicht wahr? Oh, Phoenix. Oh, Sophie. Was gibt's? Schimmer. Ich habe sie gefunden. Die Seite mit dem Zauber Goldtor. What the fuck? Der Spruch findet sich im Lieber Magi. Im Magi-Kochbuch. Magi-Kochstudio. Genau hier. Der Zauber. Es gibt ihn? In der Tat. Bum, bum, bum. Ruhe. Flawless Victory. Yep. Wie ich es mir schon dachte, Cookie hat sich an alles perfekt erinnert.
Nur, welche Art von Magie könnte dieser Spruch sein? Also, das lieber Magie-Kochstudio beschreibt den Zauber folgendermaßen. Moment, wie... Er erzeugt ein auf beiden Seiten einer grün gefärbten Wand. Das Portal verschwindet nach 5 Minuten. Hoppala. Öffnet ein Portal? Auf einer grünen Wand? So ein Blödsinn. Es könnte genauso gut aus irgendeinem Gerücht stammen, was in Pokémon so alles möglich ist. Also wirklich? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, das ist genauso wie mit Bills geheimem Garten oder wie man, obwohl der, na hier, hier mit diesem Truck auf, bei der MSN. Den LKW zur Seite schieben in Narnia City, ja. Ja, das geht gar nicht. Nee. Ja. Ich habe mal ein Interview gelesen über die Entwickler und warum dieser Truck denn da wirklich stand. Und warum? Ich hab's vergessen. Toll. Nein, ich glaube, sie dachten sich wirklich, das sieht da alles so trist aus, wir sollten es mehr nach Hafen und Industriegebiet aussehen lassen, ach, setzen wir einen Truck dahin. Ich glaub, vor allem, der Grund. Vor allem, der war ja außerhalb des Sichtfeldes. Die werden doch nicht auf die Idee gekommen sein, dass Leute einfach mal so auf das Schiff gehen, sich Zerschneider holen, sich besiegen lassen und dort lang surfen. Aber ja, im Grunde... Ich hab's gemacht. Ja, ich meine, ja, okay, aber hast du es gemacht nachdem oder bevor oder das... andere Leute schon... Nachdem. Ja, okay. Nehme ich an. Ich denke auch mal. Ich habe es nämlich auch so selber nie... Wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen, das zu machen. Auf jeden Fall ein Portalzauber. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie in den Remakes Mew unter diesen Truck gepackt hätten. Ja. Na, gab's den da immer noch? Das weiß ich nicht, aber wenn, dann hätten sie das so machen sollen. Ja, ja. Oder irgendwas anderes. Hm. Oder Mew, und wenn man es fängt, merkt man, scheiße, ist ein Ditto. Ja, im Grunde, da gibt es ja sowieso diese Ditto-Theorie. Das ja, naja, die Theorie, die ja auch damit zusammenhängt, dass auf der Zinnoberinsel Experimente mit Mew aufgezeichnet waren. Also zumindest so Tagebucheinträge. Ach so, du meinst, dass Ditto aus Mew entstanden ist, weil es ja auch jede Form annehmen kann? Ja, und auch rosa ist? Ja, weil Mew kann ja zum Beispiel auch Verwandler lernen. Ich glaube mit Level 10 schon. Ja, es ist rosa, das Shiny hat die gleiche Farbe. Also im Grunde wird es wahrscheinlich sein, dass man Mew hat versucht zu klonen, aber dabei ist, naja, nichts Vernünftiges. Ganz viel Schwabbel rausgekommen, was Ditto ist. Ja, genau. Und einmal Mewtwo. Zumal ja auch Dittos in der Höhle vorkommen, in der Mewtwo lebt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber so abstrus finde ich die Theorie gar nicht. Richtig. Könnte gut sein. Außerdem gibt es ja dann noch diese Theorie, dass Team Rocket im Grunde, Pläne hatte die ganze Zeit, Mewtwo zu fangen. Was auch nicht so abstrus ist, weil zumindest in deren Laboren ist es ja laut Pokémon-Filmen auch erschaffen worden. Da gab es ja auch so eine Szene, wo Giovanni Mewtwo gegenübersteht, würde ich meinen. Ich weiß nicht, weil ich habe ehrlich gesagt keinen einzigen Pokémon-Film gesehen, zu meiner Schande. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Auch rosa. Ja, das ist auch aus Mew entstanden, aus aber Mew das entstanden. Ist eine andere Geschichte. Das sind die Eier von Mew. Welche? Das darf sich jetzt jeder selbst aussuchen. Okay. Aber ich gebe zu bedenken, es sind 5 Stück oder 6. Nee, aber ich meine, es gibt da so eine Theorie, dass sich Team Rocket ja das Sylph-Scope angeeignet hat. Hier dieses Geister-Ding, um Geister-Pokémon zu fangen, weil die gut gegen... Dings-Pokémon sein sollten, irgendwie gegen Psycho. Ja. Da haben sie aber ihre Rechnung nicht mit den Programmierern von Pokémon gemacht. Ja, die dann alle Geist-Pokémon gleichzeitig zu Gift-Pokémon gemacht haben. Genau. Naja, jedenfalls dann haben sie sich den Meisterball angeeignet. Hier, oder wollten's, durch die Akquisition der, was auch immer, Akquise von der Sylph Co.
Da gab es ja diesen Prototyp schon und den hätten sie dann in Serie gefertigt und dann hätten sie damit einen Mewtwo fangen können. Zum Beispiel. So, das klingt total interessant. Habe ich noch nie so gesehen. Es wäre möglich. Ich meine, irgendeinen Plan mussten die ja haben. Aber andererseits kann es auch einfach sein, dass es eine Mafia ist, die Geld will. Ja. Das wäre die einfache Erklärung. Aber ich finde die erste Variante schöner. Ja, ich auch. Hat so ein bisschen was tiefergehendes. Wobei jetzt Pokémon-Spiele sowieso tiefergehend sind seit, weiß ich nicht, Generation 4? Naja, eigentlich schon seit 3. Finde ich. Ja. Ja. Weil in 2 war ja immer noch... Weiß eigentlich... Was meinst du? In Generation 2 war es ja immer noch Team Rocket, das dann wieder auferstanden sein wollte, aber es hat ja nicht geklappt. Da gab es ja dann diesen Mythos mit, beziehungsweise es war ja kein Mythos, es hat nur nie funktioniert in Deutschland, mit dem GS-Ball, den man in diesen Wald, in diesen Schrein legen muss und dann kommt ein Celebi raus. Das gab es ehrlich gesagt offiziell nur in Japan. Im Westen ist das nie nirgendwo passiert, das habe ich letztens selber auch gesehen nochmal. Ja, man kann den höchstens cheaten. Das finde ich so schade, weil ich meine, gut, jetzt mittlerweile kriegst du Celebis bei zig Aktionen hinterhergeschmissen, ja. Aber... Momentan hat man noch, glaube ich, Jirachi? Ja. Ja. Über und Hoopa gibt's auch. Ach, Hoopa? Momentan, ja, Moment, das sind das dann 2 gleichzeitig? Geht das? Ja, Jirachi gibt's über Internet-Download und Hoopa gibt's per Seriencode. Ach so. Hoopa 2016, glaube ich, ist das. Ah, okay. Gut, muss ich mir mal beide holen. Ende April. Okay, gut. Ich hab sie schon. Ich hab Hoopa schon in... Ich bin extra zu GameStop gerannt. Die einzigen Male, wo ich in meinem Leben wirklich zu GameStop renne, sind, wenn es Pokémon-Codes gibt. Alter, wie alt bin ich? Ja, genau. Sag mal, wie alt du bist. Das hat mich sowieso letztens jemand gefragt. Nein, hat gemutmaßt 29. Weil du noch nicht Geburtstag gehabt haben könntest dieses Jahr. Hast du gemutmaßt oder derjenige und auf welcher Grundlage? Derjenige auf der Grundlage, dass du Phantom Ganon 86 bist. Ach so, ja, okay, das ist angegangen. Ich meine, ich hatte auch noch nicht Geburtstag, das ist auch richtig. Okay, ja, ich meine, bei Exidor 1991 kann man sich auch ausrechnen, wie alt ich dieses Jahr werde. Richtig. Mhm.